Moin und recht herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Final Fantasy 4. Ja, heute bin ich mal wieder alleine. Nein, nicht alleine, wollte ich sagen. Was rede ich denn hier? Ich habe mal einen neuen Gast und der stellt sich kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Ari. Ich bin, würde ich sagen, ein ganz netter Mensch. Außer man geht mir auf die Nerven. Ja, willkommen. Und ich habe gehört, sucht es das Spiel aus. Gerade in diesem Moment. Das klingt doch sehr gut. Dann kannst du mich ja ein bisschen lotsen, weil ich habe gehört, du bist ein bisschen weiter als ich. Ja, so ein bisschen. Ich bin jetzt ungefähr 3 Stunden weiter. Na, ob ich das noch hinkriege? Ja, ihr Lieben. Ich muss noch kurz ein paar Sachen sagen, bevor wir in die Höhle reingehen, um nach Eplon zu gehen. Ich habe ein bisschen gelevelt und das unfreiwillig, denn ich habe mehrere Tage zusammengezählt, viele Stunden versucht, die scheiß Regenbogencreme zu farmen für den blöden Hemingway. Oh, sagen wir mal so, bisher noch kein Erfolg. Ich werde es demnächst nochmal irgendwann versuchen, aber jetzt machen wir erstmal mit der Story weiter. Und ich habe bei den blöden Eiter-Gelees 2 Level gelevelt. Nur muss eine Erklärung, die geben 150 bis 200 Erfahrungspunkte. Und das sind zum Beispiel so die Standardwerte, was man braucht für ein Level-Up. Gerade bei ihm ist das sehr auffällig, ne? Rechnet mal, wie viele ich besiegen musste. Und immer noch keinen Erfolg habe. Gut, so. Dann können wir ja jetzt endlich in diese Höhle reingehen. Höhle von Eplon. Tja, nachdem wir die Burg besucht haben, können wir uns doch hier mal umsehen. Und ich sehe direkt schon hier einen Geheimgang. Mit dem Gegner. Den hab ich gar nicht benutzt. Jo, ich hau jetzt einfach mal alles raus. Ich habe meine Skills noch ein bisschen was geändert. Ich habe bei den Autoskills ein paar Veränderungen vorgenommen, aber... Ja, das erkläre ich euch genauer, sobald ich das mal nutze. Macht meistens ja eh nie. Wie findest du denn das Spiel? Also ich muss sagen, das ist besser wie die alte Gameboy-Version. Ich habe die damals auch gesuchtet, aber die Remake-Version jetzt für Handy oder PC ist auf jeden Fall viel besser. Ah, Kiste. Vom grafischen wie auch vom spieltechnischen. Siehst du, die habe ich gar nicht gehabt. Aber Schuriken habe ich genug. rechts, wenn du jetzt weitergehst, hast du noch eine Geheimhöhle oder nicht? Sekunde. Hier, Schuriken kann nur geworfen werden. Das lässt uns darauf schließen, dass wir wahrscheinlich bald jemanden bekommen, der das kann. Ich möchte nicht so viel spoilern. So, ja, bevor wir. Warte mal. Erstmal gucke ich. Ich sehe gerade da unten. Können wir hier noch kurz lang gehen, bevor ich rechts gehe? Oh, Kampf. Ja, wie findest du eigentlich die Verbesserungen in diesem Remake? Sinnvoll oder hätte man da ruhig noch mehr machen können? Also es gibt Spiele, wo ich sagen muss, da hätten sie mehr machen können. Das wäre dann zum Beispiel Final Fantasy 5. Aber an sich, das ist eigentlich schon fast genügend. Also man kann es schon fast mit Teil 7 oder Teil 8 von der Grafik fast vergleichen. Nur halt jetzt nur jetzt vom Kampf, wie mäßig schon fast. Aber... Ja, vor allem finde ich das auch, Riesenhandschuhe. Oh, das schaue ich mir gleich mal an. Was sind denn die Riesenhandschuhe? Ich habe doch keinen Riesen in meiner Gruppe. Damit du weißt, wie weit ich jetzt bin, ich habe jetzt schon Excalibur. Oh. Ja. Riesenhandschuhe. Stärke 66... 38... Magieabwehr geht halt wieder runter, ne? Abwehr geht hoch. Gibt es dann irgendjemanden, bei dem das nur Plus gibt? Ach, die kannst du eh nicht benutzen. Die auch nicht. Jo, dann... Die kannst du mit Cesse benutzen, die Handschuhe. Ja, aber ich stehe halt auch auf... Mit Kain. Abwehr, ne? Mit Kain kannst du es auch noch benutzen. Was erwartet? Die scheiß 2 Magieabwehrpunkte kommen. Ja, was wollt ihr sagen? Wenn man bedenkt, dass eigentlich ja mit Teil 10
Sprachausgabe dazu kam, ne? Und hier schon in Teil 4 in dem Remake schon Sprachausgabe eingebaut wurde. Mit Filmsequenzen und alles, also ja. Ich finde das Hammer, also das ist sehr, sehr, sehr positiv. Und da lohnt sich das Geld auch für 14,19 Euro, 14,99 irgendwie so. Bitte? 14,90. Ja, irgendwie so. 14,49 Euro, genau. Ja, siehste? Bei entweder Steam oder bei dem Shop von Square Enix zu kaufen. Das ist dann, ich glaube, die Steamless-Version. Bin mir gerade nicht sicher. Müssen wir sagen, ja. Auf jeden Fall. Ja. Lohnt sich das Spiel, auf jeden Fall. Ja, neue Gegner. Nicht wirklich, aber halt. Ja, irgendwie. Ich sehe gerade, dass kein den Skeletttypen heilen kann. Ja, ich habe keinen die Blutspeerwaffe gegeben. Mit der anscheinend nicht nur sich selbst, sondern auch ja, Untote heilen kann. Den Gaia-Hammer. Ja, den brauche ich ja voll. So, schauen wir mal. Ja, der Blutspeer. Ich kaufe mit ihnen einfach halt keine Untoten an. Punkt. Was darf Cecil machen? Wo gehst du denn hier runter? Von deswegen, du. Hier habe ich nie gesehen. Ja, ich bin hier doch recht findig hier. Ah, guck mal, gut, da wären wir von oben dann quasi eh nicht weitergekommen. Ja, das ist dann, dann machen wir hier lang, den Weg. Das ist noch ganz der Süden, würde ich sagen. Auch so im Kampfe. Ja. Immer feste drauf hier. Braucht er. Ja, 3007. Ja, nicht wundern, ich nutze gerade ein paar billige Magien, einfach damit ich ja dann nicht so viel Magiepunkte verschwenden muss, da ich ja ihren Angriff in Zaubern umgesetzt habe. Da ist ja sowieso nur die Hälfte an Magiepunkte verbraucht beim Zaubern. Vampirzahn, ja. So, ich hoffe natürlich nicht, dass ich wieder irgendeinen Furz in der Ecke vergesse, um die Map zu vervollständigen. Und ich ja wieder komplett zurücklaufen darf. Das kenne ich, das kenne ich. Oh ja, es gibt auch eine nette Belohnung, wenn man alle Karten auf Maximum gefunden hat. Und die will ich ja haben. So. Immer besser drauf hier. Ja, was ist denn eigentlich so deine Lieblingsbeschwörung? Also in FF4 und allgemein in Final Fantasy? Also allgemein in Final Fantasy muss ich sagen, ist das Anima oder das Magus Trio. Das war in Final Fantasy 10. Oh, ja. Wo ich Anima noch ein bisschen genialer finde, wo der da mit der Kette da so am Hals rausgezogen wird. Der ist auch einer der stärksten Bestias in dem Spiel. Nee, Magus Trio. Ist ein bisschen stärker. Ich sagte, einer der stärksten. Achso. Ich hab verstanden, der stärkste. Gut. Wobei ich sagen muss, mit Magus Trio komme ich aber nicht zurück, weil die gehorchen fast nicht bei mir. Ja. Und in Teil 4? In Teil 4 muss ich wiederum sagen, ist es Barbie. Und damit hast du einen Pluspunkt. Und nicht ein Level Up, denn ich bin auch totaler Bahamut-Fan. Ich finde den total genial in jedem Spiel. Oh mein, eine Tusse wurde vergiftet. Ich habe ja noch genug Gegengift. Ich glaube ich auch. Ich weiß nicht so. Ich gehe erstmal hier diesen Weg nach Norden erstmal. Aber hier ist auch nichts mehr. Ja, ob wir in dieser Höhle die besagte Person, die mit den Schuriken werfen kann, finden. Abwarten. Gleich haben wir erstmal diese Map fertig. Mir wurde ja verboten zu spoilern. Das stimmt. Allerdings, eine Frage hätte ich. Wie findest du das eigentlich, dass hier so viele Leute, Charaktere und auch wichtigere Charaktere sterben?
sie sterben ja nicht in dem Sinne. Also, gut, das wäre jetzt auch wieder Spoiler, wenn ich das sagen würde. Manche sterben, manche kannst du auch wieder retten. Da stellt noch direkt die Frage auf, wie sieht das denn mit Palum und Porum aus? Weil da ist ja dieses Menü, wenn man die anquatscht in der Burg, dass man da eventuell was machen könnte. Es gibt ein bestimmtes Item, was man droppen kann. Bei den beiden? Ja! Nein. Für die beiden. Da, wo du wieder Spaß haben wirst, weil es gibt dann wieder Monster, die droppen das nur zu 0,4%. Also, du willst sagen, man kann die beiden Zwillinge wiederbeleben? Ja. Mit einem Item, was eine 0,4%ige Dropchance hat, genau wie die Regenbogenkrebs in den Ameisenhöhle in der Grundstufe 2. Ich bin zwar von der Dropchance gerade nicht so erfreut, aber zumindest bin ich erfreut, dass man die wiederholen kann. Weil das hat mich jetzt schon dreimal gewundert, als ich da bei den Zwillingen war, dass, ja, dass da so ein Menü halt öffnen zu gehen war. Und, ja. Und ich sollte mich gleich noch ums Heilen kümmern. Ja. Das wäre wahrscheinlich wichtig. Aber ich heile mich ungern im Kampf. Ach ja, Cecil. Yay. Rosa, natürlich. Ah, so, eine Runde heilen. Darf Cecil mal als Paladin hinhalten. Oh, ein Goldapfel. Hab ich das? Nee, hab ich aber eben gerade bekommen. Was sagen? Ja, ein Goldapfel für die, die das gerade verwirrt, die gibt HP plus. Ich glaube, ich habe schon mal einen gefunden. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. G1 fertig und wir kriegen Baschuswein. Lecker. Und wir sind in Eplan. Oh, das ist ein Gebiet, was wir nicht aufdecken müssen. Das heißt, wir dürfen reden. Dein Einsatz. Hinfort, ihr Kreaturen. Warte mal. Oh, ihr seid Menschen und keine Monster. Ja, wollte ich doch wohl meinen. Kreaturen, dir gebe ich. Dann, ja, erstmal geh in diese Tür. Die lacht mich gerade so an. Ich glaube, das war. Nee, das ist Herberge. So, dann, Goldnadel. Hab ich genug? Hab ich alles noch genug? Hammer, ja. Gehgifte habe ich mehr als genug. Wann hab ich so viel gekauft? Ach nee, stimmt. Die sind ja alle gedroppt bei dem Versuch, die Regenbogencreme zu kriegen. Stimmt, da war was. Vampirzahme wirkt Entzug. Van Preußen, scheiß mal. Weg damit. Mittelhandschuh kann theoretisch das auch weg. Es sei denn, der Neue kann das gebrauchen. Ich heb's erstmal auf. So. Ja, ist kein Geheimnis, dass wir noch einen weiteren Helden bekommen, weil, ne? Ist ja immer so. Einer geht und kurz darauf kommt ein nächster. Kommt. Ja, ja. Und wir haben Edges Buch gefunden. Schon wieder. Wer ist denn dieser Edge? Wohl geheime planische Überlieferungen. Wow! Ja, schöne Grüße an Jesse Boyle. Er hat mir erzählt, das sind wahrscheinlich pornografische Seiten. Die keinen Sinn haben. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe es nie ausprobiert. Gut, ja, vielleicht finden wir Edge, der diese ganzen Pornobücher hier verteilt hat, schon der dritte, das dritte Buch, was ich gefunden habe von ihm. Egal. Boah, 700 Gilden, Mann, ist er teuer. Kann ich dir wenigstens sagen, an wen mich Edge erinnert? Ja? Kakashi. Oh ja, das passt. wenn ich weiß, wer Kakashi ist, schämt euch hier, Naruto Shippuden Banausen. So, wer seid ihr? Wir sind das stolze Volk von Eplan. Aha. Wir wurden aus unserer Burg vertrieben und dies ist jetzt unsere Heimat. Ja, an der Burg war ich. Ist sehr ruhig da. Aber Gegner sind ja nicht, ihr könnt mich gerne wieder dahin. So, du bist hereinspaziert, bist du. Aha. Ja. Eisschild. Ui. Kauf ich. Frostpanzer. Kauf ich. Schwarze Robe. Brauche ich nicht.
So, was hast du? Ein Kraftstock. Ja. Nö, brauche ich nicht. Eisbrand, habe ich schon, brauche ich nicht. Froschbär, nein. Kunal, keine Ahnung, ich kaufe einmal, damit ich's hab. Brauchst du nicht eigentlich. Boomerang, ich hab so eine Vorahnung. Killerbogen, brauche ich nicht. Giftpfeile, haben wir davon welche? Nein, aber da möchte ich mir gerne einkaufen. Ja. Schuriken. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das bei der Handy-Version oder beim PC gleich ist. Wenn ich jetzt hier bei der Handy-Version Dings kriege, ein Pfeil, ist der unendlich fach. Also ich brauche nur einen Pfeil und dann kann ich den unendlich lang benutzen. Ja, ist hier auch, aber nur solange man nicht mit rosa Zielen eingesetzt hat, dann wird es quasi verbraucht. Okay. So, was können wir denn jetzt mal kurz austauschen? Wir haben... Verkaufen wir den mal bitte, danke. So, Flammpanzer, können wir ruhig weghauen. Flammschild auch. So, so viele Menschen verstecken sich direkt vor der Nase des Feindes. Rubikante, bis zuletzt trotzen. Wahrlich der alten Ninja-Klane würdig. Dem Himmel sei Dank, auch die Frauen und Kinder sind wohlauf. Sie haben so viel Leid erfahren. Und doch geben sie nicht auf. Ja, wir hören jetzt hier vom Ninja-Clan. Mal schauen, ob wir... Ja, gut, mein klar, das wird der Ninja-Clan sein. Aber mal schauen, ob der noch sehr entscheidend sein wird. Wie findest du eigentlich Ninja? Welchen Ninja? Allgemein. Also Final Fantasy 3 war eigentlich ganz okay. Denn, okay. Ja. Nee, das ist jetzt nicht so als Beruf, sondern generell. Ich mag ja eh das Altertümliche und höre mir auch dementsprechend Folkmusik und sowas an. Also ich mag das eigentlich. Okay. Also sind eigentlich... Die Passage führt zum Turm von Babil, dem Unterschlupf des Teufels Rubikante. Seine junge Hoheit wollte die Lage und auskundschaften, doch die Stunden vergehen und er kehrt nicht zurück. Du, wenn es da weitergeht, dann gehen wir erstmal hier lang. Alle Überlebenden haben sich hierher geflüchtet. Unsere Vorräte gingen zur Neige. Ewig harren wir hier nicht aus. Oh, dann okay. Müsst ihr mal jagen gehen. Wie ist damit? Ja, kennen sie wahrscheinlich nicht. Das ist wie mit Vegetarier. Heißt indianisch und heißt so blöd zum Jagen. Woher kommen nur all diese Monster? Ich glaube von draußen. Wie ich auch sagen. Selbst unsere Ninja-Künste konnten uns nicht vor diesem Schicksal bewahren. Tja, erstmal bei Naruto trainieren müssen. Der Prinz sagte, er wird all die Bösen vertreiben. Wir können also wieder in die Burg zurück, oder? Du hast das kleine Mädchen gerade wie ein Mann geredet, aber okay. Ja, du! Das ist unsere männliche Schwester, ich weiß nicht, wie sie hieß. Achso. Ich bin der Haushofmeister der Königsfamilie. Seine junge Hoheit mag gewöhnungsbedürftige Manieren haben, aber auch ein gutes Herz. Er überwacht die Grabung eines Tunnels, der uns zum Turm von Babil führt und soll, um Rache für unseren König und unsere Königin zu nehmen. Allerdings habe ich ihn jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Ich hoffe, er hat nichts Unüberlegtes getan. Warum muss der alte Mann wieder am meisten reden? Ich weiß es nicht. Sie schlugen zu, als seine junge Hoheit nicht da war und sie schnappten sich den König und die Königin. Ja, das tut mir ja nicht leid. Nee. Mein armer, lieber Junge. Oh, ich werde eben angerufen. Ich glaube, ich gehe einfach nicht ran. Oh, die machen keinen Cut. Bis gleich. Ich sorge dafür, dass kein Monster meiner Mutter ein Haar krümmt. Und ich muss auch mein Brüderchen oder Schwesterchen in ihrem Bauch beschützen. Oh, das ist aber süß. Das könnte vielleicht das Ende der alten und stolzen Blutlinie der elbianischen Ninja sein. Hui. Sei stark, Schatz. Seit wann bin ich ihr Schatz? Warum hast du den Jungen hier? Der Prinz wird es dem Feind mit Sicherheit heimzahlen. Ja, der Prinz. Von dem hören wir ja hier des Öfteren etwas. Ja, ich darf ja nichts sagen.
Eigentlich ist der Prinz der Endgegner, ne? So, Höhle von Eblan, erste Passage. Und ich nehme die Kiste, die direkt hier steht. Hey, ja. Ether. Ja, Leute. Die Ninja von Eblan haben uns von dem Prinzen erzählt. Und das wird jetzt der letzte Kampf sein. Und dann wird der Part auch beendet sein. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Aber, das, wie gesagt, nach diesem Kampf. Eieiei, der kommt Blut saugen, das ist nicht schön. Ja, kann ich auch. Bam! Easy, easy! Kleine Probleme hier. Ja, anfällig gegen Feuer, das wundert mich nicht. So. Das war wieder ein Sieg. Gut, und ich guck kurz. Ist der Status immer noch drauf? Nein, wunderbar. Gut, dann beenden wir diesen Part und der Gast hat die letzten Worte. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und auf jeden Fall viel Spaß noch. Vielen Dank.